Rose, sie macht die Blumen, die die Leute am liebsten kaufen. Sie wird für sie zu verschenken oder sich selber ein Fried zu machen. Kein Wunder, sie sind wunderschön, riechen gut, aber wenn sie rot, sie symbolisieren sie das Leben. Wie kommen all die Rosen hier, die wir heute zu Lützebüsch kaufen? Aus Holland, aus den Zähren? Aber nein, sie kommen von viel mehr weit. Aus Afrika, aus dem Kenia. All der Trost, die an der EU verkauft wird, wächst am Kenia. Den Handel mit der Rose bringt neben dem Tourismus und dem Export vom Tee die meisten Devisen an das Land. Die größte Blumenfarmen finden nordwestlich von Nairobi. Hier ist das Klima ideal für die Rose. In this farm we grow flowers, quality flowers, and we do work with fair trade, so that we make sure that our workers, our ways of working, we are, and our environment is preserved, and we do the right things. Ob der rund 18 Hektar gehen 20 Sorten Rosen gepflanzt. Sie wussten an den Zähren in den ideale Bedingungen. An der sogenannten Pépinière kümmern sich der Besterinnen um Babyrosen. Sie gehen gehegt und gepflegt. An einer anderen Halle sind Rosen bereit für geschnitten zu gehen. Ein Pickejugelene, davon kann sich auch Genevieve Kroll, Direktrice von Fairtrade Lützebüsch, überzeugen. Ohne Händchen und Schutzkleidung geht gut nicht. Fairtrade Lützebüsch ist ein ONG, die für den fairen Handel sensibilisiert und auch kontrolliert, ob alles seine Richtigkeit tut. Der richtige Schutz ist auch wichtig für die Rosen. Für das sie die einzelnen Etappen von der Zähre bis bei also Plötzebüsch optimal überstehen, gehen sie für dich angewickelt und an Fässer gestellt. Da kommen sie an den Kühlraum und dann geht es an die Verpackungshalle. An der Halle selber gehen an einer ersten Etappe Picken an die Blätter, die zu viel sind, weggeholt. Dann kriegen die Rosen ein Kohlrädchen gedauert, auch das für sie besser zu protegieren. Da gehen sie auf die richtige Länge geschnitten. Der Standard ist 60 cm, aber je nach Kommand gehen auch kurzstiele Rosen für den Transport breit gemacht. Eher so weit das, muss aber noch alles kontrolliert gehen. Und Rosen die richtige Länge, sind nicht der Alkes 10 an einem Park, das wird genau geguckt und abgeschrieben. Qualität ist auch beim fairen Handel ein ganz wichtiger Faktor. Dafür überprüfen sie an den Farmen, wie die Blumen sich entwickeln, wie sie beim Konsumator ankommen. Sind Rosen angepackt, gehen sie an Kielhäuser gelagert. Auch von dort aus kommen sie nach dem nämlichen Tag mit dem Kamion auf den Flughafen. Von dort aus geht es auf Lützebüsch. Wie viel wird Fairtrade kaufen? Du gehst nicht viel gerne. Fairen Handel ist für dich einmal, dass der Besteuer einen gerechten Lohn kriegen und noch hier Überstunden bezahlt gehen. Etwas, was auf anderen Rosenplantationen am Kenia alles ähnlich wie selbstverständlich ist. There were places that I was working before. You could work even for 12 hours, but you could not be paid overtime. But here in Panda, you work for 7 hours for 5 minutes, and on top of that, you are paid overtime. And even the boots that I'm wearing just right now, these are the benefit of the fair trade farm that I joined in the last 3 years.
Umweltverträglichkeit ist ein anderer wichtiger Faktor. Trinkwasserreservoiren, Abfallmanagement, innovative Abfallverwertung sind am Fairtrade ein Must. Es wird alles gemacht, für die Trosefarmen und die Umwelt so man wie möglich belasten. Aber wie ist es mit den Pestiziden? Auch hier gehen nicht klar abladen. Der Schutz von den Erbischter steht auf ewigster Platz. Ohne Schutzkleidung geht gut nicht. Aber wie der Magazin Ökotest vom Mai 2011 bewiesen hat, sind Fairtrade-Rosen viel mehr Pestizid belastet wie Gängesrosen. An Klimabilanz bei all dem, auch der ist erstaunlicherweise positiv. Es kennt ja Mengen, dass Rosen aus Holland mehr CO2-Gänge produzieren wie Rosen, die mit dem Flieger aus Afrika kommen. Aber nein, ein Test von MyClimate aus dem Jahr 2006 weist, dass CO2-Bilanz bei Rosen aus Holland 6-mal mehr an Gewicht fällt wie bei Rosen aus dem Kenia. Eigentlich ist das kein Wunder. Am Kenia ist die Sonne und Blut ganz Jahr über gratis. An Holland dagegen müssen Zähren 12 Meter lang geheizt und 14 Stunden am Tag belichtet gehen. Ein weiterer Grund für Fairtrade-Rosen zu kaufen ist die sogenannte Fairtrade-Prämie. Vom Exportpreis, den hier ausgehandelt wird zwischen dem Importateur und der Plantation, gehen 10% davon an Fairtrade-Prämie eben an den Fonds, den exklusiv von den Erbischterinnen und Erbischter geriert wird, zusammen mit ein paar Vertreter vom Management. Der sogenannten Joint Body, eine Assoziation von Erbischter und Management, kontrollieren dazu, ob die richtig Platz kommen. Finanziert die ganz unterschiedliche Projekte, sie wird Schule, Spitäler oder Weiterbildungsprogramme. Wenn es Fairtrade-Prämie gibt, können Frauen hier Kinder, wenn sie schaffen, beruhigt an der Farm interner Crash lassen. Für das mehr Vitalchen von den Erbischter Frauen sind, gibt es etliche Projekte, die speziell auf sie zugeschnitten sind, sowie etliche Maßnahmen, die hinter der Erbischter sollen erleichtern. This is my sixth year in this farm. And I can say that from what I've seen, since this farm is Fairtrade certified, there are so many benefits I can talk of it. For example, especially to women. Before, we were not given maternity leave. But for now, you're given 3 months maternity leave. You are also, after coming back from maternity leave, you are allowed to breastfeed for 1 year. You're given 1 hour earlier than the rest of the workers. Eine andere Priorität ist sicher den direkten Trinkwasseranschluss. Vor allem in einem Land, wo bald Teilchen von der Population das nicht kennt. Kein Wunder, dass Klänger groß voller Stolz ihre neue Wasserturm präsentieren. Die gibt mit der Wasserleitung integral von der Fairtrade-Prämie finanziert. Er platzt Wasser ein paar Kilometer weit heim zu schläfen, brauchen da wohl noch just nach der Krone abzudrehen. Trick bei S. Rosen. Die dürfen in der Zwischenzeit fachmännisch verpackt und ihre Stempel weist deutlich, wo es hingeht. Kaktus kauft und verkauft Fairtrade-Rosen als Überzeugung, für den sozialen Aspekt von Fairtrade einfach zu unterstützen. Und unsere Klienten haben das Recht. We now in Africa, we think not in terms of aid, but in terms of trade. We substitute arms trade with flower trade. Because guns kill, guns bring misery, guns are in every way destructive. But flowers, they are a symbol of love, they spread friendship. Therefore, there's every reason why we should be buying and selling and using more flowers in Luxembourg, in Germany, Netherlands, Europe, in Africa, and everywhere else. Money we are spending with guns, let's spend them with flowers.